Hier eine Übung zum Rechnen mit Klammern. Vor diesen Klammern steht ein Malpunkt, also wenden wir die Distributivität an. Minus mal plus, das macht minus 3 mal a. Minus mal minus, das macht plus 3 mal 2b. Also so. Wenn mehrere Klammern ineinander verschachtelt sind, dann arbeitet man immer von innen nach außen. Also beginnen wir mit dem, was hier zwischen Hakenklammern steht. 4a schreiben wir einfach ab. Vor diesen Klammern steht ein Minus. Also lassen wir dieses Minus mitsamt den Klammern fallen. Indem wir zwischen Klammern alles entgegengesetzt nehmen, dann wird das also zu minus a plus b. Minus a plus b. Und vor diesen Klammern steht auch ein Minus. Also können wir dieses Minus mit den Klammern fallen lassen, indem wir das, was zwischen Klammern steht, alles entgegengesetzt nehmen. Das wird dann zu minus 5a plus 2b. Also so. Wir können zwischen Hakenklammern immer noch weiter rechnen, denn wir haben hier drei a-Termen, die wir addieren können, und zwei B-Termen, die wir addieren können. 4a minus a minus 5a, das macht minus 2a. Und b plus 2b, das macht plus 3b. Jetzt können wir zwischen Hakenklammern nichts mehr rechnen. Also kümmern wir uns jetzt um dieses Minus vor den Hakenklammern. Dieses Minus kann man mitsamt den Hakenklammern fallen lassen, indem man zwischen Hakenklammern alles entgegengesetzt nimmt. Also plus 2a minus 3b. Und so stoßen wir auf diese Rechnung. Wir sind immer noch nicht fertig, denn hier haben wir zwei a-Termen und zwei b-Termen, die wir jeweils addieren können. Minus 3a plus 2a, das macht minus 1a, also minus a. Und 6b minus 3b, das macht plus 3b. Und fertig.